Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Heute geht es um ein Technikvideo. Und zwar habe ich euch in einer Umfrage ja befragt, welche Videos ihr zukünftig vermehrt sehen wollt. Neben Tipps zu Notion und anderen Apps und Tools war unter anderem auch das Thema Hardware, die man im Business-Alltag einsetzen kann. Und heute möchte ich auf ein Produkt eingehen, was ja jetzt nicht unbedingt Mainstream ist, was das die Business-Seite angeht, aber immer mehr Unternehmen setzen ja auf Videos auf YouTube, Business-Vlogs, wie man so schön sagt, wo aus dem Alltag berichtet wird, wo bestimmte Themen besprochen werden, so wie ich das manchmal auch mache. Und heute soll es um das Sennheiser MKE 200 gehen, ein neues Mikrofon, was in Anlehnung an das Rode Video Micro gerne genommen wird bzw. verglichen wird. Ich habe auch beides, habe mit dem Mikrofon die meisten meiner Vlogs aufgenommen. Aktuell habe ich, wie ihr seht, keines im Einsatz, sondern meine Sennheiser Funkstrecke. Das ist diese, eine professionelle Funkstrecke, mit der man wirklich hochwertige Tonaufnahmen umsetzen kann. Ich möchte zukünftig aber, auch wenn die Eventsaison wieder losgeht, sofern sie dann irgendwann nochmal losgeht, wenn Veranstaltungen sind, wenn es sich eben lohnt, auch von unterwegs aus Videos zu machen, mit euch Themen zu besprechen, die rund um das digitale Unternehmertum einfach Sinn machen, vielleicht auch mal mit einem Interviewpartner vor Ort, unterwegs, wie auch immer, möchte ich eben Alternativen haben. Ich habe mir eine zweite Kamera geholt, die Canon EOS M6 Mark II neben meiner Canon M50 und habe mir gedacht, neben dem Rode Mikrofon brauche ich ein zweites Mikrofon für den Fall der Fälle, und da kam mir das Sennheiser, was vor wenigen Tagen erst auf den Markt kam, doch gelegen, und ich möchte euch heute mal zeigen, ob das wirklich auch für die Praxis tauglich ist, also wenn man hochwertigen Anspruch an Audio hat. Fangen wir zunächst mal mit dem Lieferumfang an. Technische Spezifikationen, das schaut euch woanders an. Mir geht es wirklich nur rein faktisch darum, ist es eine gute Qualität, ob das jetzt 5 Dezibel mehr unter der Haube hat oder nicht. Sorry, das interessiert mich nur bedingt, sondern mir geht es hier wirklich um Fakten, ob es gut ist, ob es geeignet ist, ob es praktikabel ist, und fangen wir vielleicht mit dem Aussehen an. Wenn ich die beiden Mikrofone mal vergleiche, seht ihr schon, optisch sieht das schon ganz gut aus. Ja, also im Vergleich auch kann man da, glaube ich, nicht sagen, optisch im Vergleich sehr gut. Auch von der Verarbeitung wirkt das sehr solide, wie man das von Sennheiser eigentlich kennt. Also auch die professionellen Funkstrecken und alle anderen Mikrofone, die ich von Sennheiser kenne, sind wirklich sehr, sehr gut verarbeitet. Und das gilt auch für dieses Mikrofon. Ansonsten, was ist der Unterschied? Jetzt rein nur nicht von der Optik her. Das sind die Anschlüsse. Der Anschluss ist vor dem Mikrofon, was gar nicht so dumm ist, wenn ich das Mikrofon quasi mir einstelle, stecke, in die Kamera aufstecke und das Mikrofon, den Stecker vorne habe, dann ist das je nach Kamera, Setup, nach Bildschirm bzw. Display, was ich nach vorne klappe, zur Seite klappe, kann das einfach hilfreich sein, und das wirkt einfach durchdacht, das muss man einfach sagen. Was mich besonders gefreut hat und was auch ein Grund war, warum ich gesagt habe, ich möchte das Sennheiser mir kaufen, sind die zwei Steckvarianten. Einmal die Variante, die man in die ganz normale Kamera einstecken kann. Und dann eine zweite Variante, die ich für mein Smartphone, also in meinem Fall das iPhone, nutzen kann. Und das ist natürlich genial. Das heißt, wenn ich mal von unterwegs aus ein kurzes Video mit dem Smartphone drehen möchte, das gilt nicht nur fürs iPhone, dann habe ich hier wirklich hochwertige und gute Qualität. So hoffen wir. Wir werden gleich den Test machen. Und das war ein Grund oder ein weiterer Grund, warum ich gesagt habe, das macht Sinn, dass ich mir kein zweites von Rode kaufe, sondern ich teste das Sennheiser. Dann im Lieferumfang ist eine sogenannte Dead Cat, ein Windschutz. Wenn es besonders windet, dann
absorbiert er den Wind und sorgt dafür, dass der Ton klar bleibt. Wenngleich man sagen muss, dass hier angeblich auch bei bestimmten Windgeräuschen schon, ich weiß nicht, ob da irgendein entsprechender Schutz drin ist, das sehr gut den Wind wirklich absorbiert und man nichts hören sollte. So zumindest die Angabe vom Hersteller und auch in einigen Reviews habe ich das Ganze so schon feststellen können bzw. hören können. Zu guter Letzt im Lieferumfang dieses Täschchen, wo man das Mikrofon natürlich samt Kabel reinstecken kann und natürlich die Bedienungsanleitung, wenngleich ich nicht weiß, wofür man die tatsächlich nutzen sollte. Aber wie gesagt, das nur am Rande. So, ich würde vorschlagen, wir unterziehen dem Mikrofon mal verschiedene Tests drinnen und draußen. So, ihr hört jetzt das Rode Video Micro im Vergleich zu der Sennheiser Funkstrecke, die ich jetzt an meine Kamera angebracht habe. Das sollte schon ein Unterschied sein. Dieser Raum, wo ich hier bin, hallt ein wenig. Das habt ihr vielleicht schon bei der Funkstrecke gehört. Und ihr solltet auf jeden Fall jetzt einen Tonunterschied merken. Egal in welche Richtung, kommentiert das gerne in der Videobeschreibung, wie da eure Meinung zu ist. Ich werde gleich im Fazit da näher drauf eingehen. So. Ich würde vorschlagen, wir wechseln jetzt das Mikrofon, das Rode kommt runter, das neue Sennheiser MKE 200 kommt auf die Kamera. Jetzt hört ihr im Vergleich das Sennheiser MKE 200 und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, im besten Fall, im schlechtesten Fall hört ihr hier nochmal eine andere Audioqualität. Wenn ich den Reviews Glauben schenken darf, ist das Rode etwas Bass. Haltiger als das Sennheiser Mikrofon, also das MKE 200. Ganz zu Anfang hattet ihr ja die Funkstrecke, die sollte eigentlich einen besseren Klang haben, wenngleich es hier sehr hallt in diesem Raum und das auch direkt unter einer Extremsituation quasi nochmal getestet ist. Wir werden jetzt auch nochmal rausgehen und uns die verschiedenen Bedingungen mit den Geräten draußen nochmal anhören und dann gibt es zum Schluss ein Fazit meinerseits. So, jetzt sind wir draußen. Ich denke, der Vergleich mit der Sennheiser Funkstrecke, den können wir uns schenken. Den habe ich jetzt hier nicht mehr, oder die habe ich jetzt nicht mehr hier im Test quasi, sondern es geht darum, das Rode und die Sennheiser MKE 200 Mikrofone zu testen. Jetzt aktuell ist das Rode Mikrofon im Einsatz. Ich bin ungefähr 40-50 cm vom Mikrofon entfernt. Und ihr solltet jetzt bei ganz leichtem Wind eigentlich eine sehr, sehr gute Tonqualität hören. Ich glaube, auf die Deadcat kann ich verzichten, da ist es eigentlich zu windstill quasi für. Das ist nahezu windstill, es ist 26 Grad, ein schöner Septembertag. Und ich würde jetzt vorschlagen, wechsle ich noch einmal auf das Sennheiser MKE 200, dass wir hier nochmal einen Qualitätsvergleich bzw. einen Audiovergleich dieser beiden Mikrofone haben. So, auch hier nochmal der Test, die Klangqualität vom Sennheiser MKE 200 im Vergleich zum Rode Video Micro, was ich hier ja hatte und was ich zuvor an der Kamera hatte. Auch hier wieder der Audiovergleich und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt auch gleich dann direkt zu einem kleinen Fazit kommen, ob ich das Sennheiser MKE 200 empfehlen kann, ob ich euch eher das Rode empfehlen kann. Das werdet ihr vielleicht schon wissen, weil ihr euch selbst da einen Eindruck schon verschaffen konntet. Ich werde mir das Material jetzt anhören und dann gibt es mein Fazit. So, ich habe den Test nochmal ausgeweitet und zwar möchte ich natürlich so viele Situationen wie möglich auch mit dem Mikrofon testen und wenn wir schon die Situation nicht vor Ort bei Events, Veranstaltungen testen können, dann doch wenigstens im Auto, denn ab und an gibt es ja auch mal ein Statement, eine Videoaufnahme im Auto von mir. Und da ist natürlich auch wichtig zu wissen, wie die Tonqualität ist, insbesondere wie das mit den Nebengeräuschen aussieht, ob die Stimme gut eingefangen wird, wie die Nebengeräusche im Auto letztendlich sich darstellen. Und das möchte ich natürlich auch noch
mit aufnehmen. So, jetzt habe ich nochmal die Entfernung was verringert. Das heißt, jetzt habe ich es in der Hand. Typische Vlog-Situation. Auch die wollte ich nochmal testen. Eben war das die Kamera auf dem Armaturenbrett. Das heißt, es war ungefähr einen Meter, vielleicht ein kleines Stück weiter entfernt von mir. Auch da wird es spannend zu sehen sein, zu hören sein, wie sich die Qualität verändert. Da bin ich auch auf eure Reaktion bzw. euer Feedback sehr gespannt. So, kommen wir zu einem Fazit. Also, ich glaube, das, was ich in Reviews gesehen habe, kann ich teilweise nachvollziehen, dass das Rode Video Mic Micro etwas basshaltiger, fülliger wirkt und hier weniger Bass bei der Sennheiser MKE 200 oder bei dem Sennheiser MKE 200 Mikrofon zu hören ist. Ich fand aber die Qualität, die ich in manchen Videos gehört habe, gar nicht so viel schlechter, wenn man das überhaupt sagen kann, weil das ist dann, glaube ich, Geschmackssache. Es gab Videos, da fand ich dann das Rode Mikrofon doch wesentlich besser vom Klang her. Das könnte ich jetzt gar nicht so sehr unterschreiben. Wie gesagt, etwas mehr Bass wirkt ein wenig fülliger vom Ton her. Das kann ich nachvollziehen, das finde ich persönlich auch gut. Und wenn ihr mich fragt, ein Vergleich zwischen den beiden, welches würde ich nehmen? Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich finde, das hat einen Vorteil. Ich glaube, man konnte hören in der Atmosphäre draußen, dass ich Windgeräusche nicht gehört habe. Das konnte ich hier zum Schluss mal teilweise hören. Ähnlich windete es dann auch hier. Das ist wirklich sehr gut absorbiert worden von dem Mikrofon. Dann hatte ich aber den Eindruck, dass hier die Hintergrundgeräusche, die dann von den Nachbarn, ich bin jetzt bei mir im Garten gewesen, zu hören waren, beziehungsweise die Nebengeräusche, es war ein Betonmischer, Flugzeug, dass man die hier deutlicher hörte. Und anders als hier, hier habe ich den Wind gehört, aber nicht so deutlich die Nebengeräusche. Ich habe Tests dabei gemacht, beziehungsweise auch im Internet gesehen, die Dead Cat ist wirklich gut, funktioniert super. Was wirklich positiv ist, sind die beiden Kabel. Smartphone und entsprechend für die Kamera kann ich mir auswählen. Ich finde den Formfaktor gut, das Mikrofon ist extrem leicht und ich finde das hier, dieses Wackeln, insbesondere wenn ich die Dead Cat hier drauf habe, ist eine Katastrophe, weil die so schwer ist, dass das Mikrofon immer leicht geneigt wird. Und das nervt mich extrem. Ich habe schon Haare abgeschnitten. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Total leicht, hält, stabil und hat aus meiner Sicht hier ganz klar die Nase vorn. Was den Ton angeht, bin ich noch zwiegespalten, würde mich eure Meinung interessieren. Könnte ein wenig besser hier klingen, aber marginal. Aber es gibt ja noch andere Gründe und Faktoren. Dead Cat ist für mich ein absolutes Thema. Wie gesagt, hat mich schon total oft genervt, dass ich bei dem Rode Mikrofon Haare von der Dead Cat abgeschnitten habe, weil sie dann weil es eben runtergeneigt ist, entsprechend ins Objektiv reinragten und das dann total nervend war. Und hier ist das anders, hier wackelt nichts, das ist alles stabil, es ist super verarbeitet. Ja, so komme ich zu einem Fazit, das vielleicht gar nicht so befriedigend ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber bestätigt, dass es, glaube ich, gut war, dass ich mir das Mikrofon gekauft habe. Ich werde es in meinen Business-Vlogs einsetzen häufiger und werde euch dann auch noch das Mikrofon in vielen verschiedenen anderen Situationen zeigen. Ich hoffe, auch bald wieder auf dem einen oder anderen Event. Da werden wir das mit Thema Nebengeräusche auch nochmal sehen bzw. hören. Also, ihr bleibt informiert, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Video. Bis demnächst.